Energiesparen wird immer wichtiger, darum möchte ich heute ein paar Energiespartipps präsentieren. Aufgrund der steigenden Energiepreise ist es immer wichtiger, Energie einzusparen. Energie einsparen kann man zum Beispiel, indem dass man eine Glühbirne auf eine neue LED-Glühbirne tauscht. Da hat man bis zu 80% Einsparung. Weiters ist es auch wichtig, Geräte abzuschalten, nämlich mittels einer Steckdosenleiste oder mit einem Zwischenstecker kann man Geräte abschalten. Mit diesem Zwischenstecker kann man auch zusätzlich den Energieverbrauch messen. Oder man kann auch herkömmliche Energiemessgeräte bei Elektrogeräten einbauen, um zu erfassen, wie viel Energie diese verbrauchen. Weiters ist es auch wichtig, Ladegeräte abzustecken, wenn diese nicht in Gebrauch sind, denn diese verbrauchen genauso Energie. Auch wichtig ist es, nicht nur im Bereich Strom zu sparen, denn es gibt auch andere Mittel, um Energie zu sparen, nämlich die Heizkörper zu entlüften. Bei jedem entlüfteten Heizkörper wird die Wärme natürlich besser übertragen. Auch wichtig ist es, die Heizkörper nicht abzudecken, denn dadurch kann die Wärme nicht gut zirkulieren. Für die Wärme ist es auch wichtig, Fenster gut abzudichten. Man sollte die Dichtungen überprüfen. Durch das Dichtband wird verhindert, dass die Kälte in den Raum kommt. Auch wichtig ist es, die Raumtemperatur zu überwachen, mittels Raumtemperaturmessgeräten oder Thermostaten. Auch wichtig ist es, die Rohrleitungen im Heizraum zu isolieren, damit die Wärme in den Wohnräumen ankommt. Auch sparen kann man, indem dass man die Jalousien geschlossen hält. Dadurch entsteht ein weiterer Hohlraum und die Wärme wird nicht so sehr nach außen übertragen. Im Bereich Wasser kann man natürlich auch sparen. Beim Händewaschen sollte man immer den Wasserhahn zudrehen, genau wie auch beim Zähneputzen. Bei der Körperhygiene kann man auch sparen, indem dass man anstatt eines Vollbades duschen geht. Bei einem Vollbad werden 120 Liter Wasser verbraucht. Beim Duschen hingegen werden lediglich pro Minute zwischen 15 und 20 Liter verbraucht. Auch überprüfen sollte man regelmäßig Wasserhähne und Toilettenspülungen, ob diese noch dicht sind. Denn bei Undichtheit wird natürlich zusätzlich Wasser verbraucht. Bei Neugeräten ist es verpflichtet, das Energielabel auszuweisen. Das Energielabel hat sich 2021 verändert. Bis dahin war A++ das beste Gerät und jetzt wurde es wieder vereinheitlicht und jetzt ist A das beste Gerät, das am Markt verfügbar ist. Am Energielabel ist auch erkennbar, zum Beispiel bei einer Waschmaschine, bei 100 Waschgängen, wie viel Energie diese verbraucht oder wie viel ein Geschirrspüler bei einem Waschdurchgang verbraucht. Auch wichtig ist es, bei Waschmaschinen und Geschirrspülern immer das Eco-Programm zu benutzen, denn dadurch wird nicht nur Wasser, sondern auch elektrische Energie gespart. Waschmaschinen und Geschirrspüler sollten natürlich immer voll beladen eingeschaltet werden. Dadurch wird die Effizienz erhöht. Ich empfehle jedem, einmal durch die Wohnung oder durch das Wohnhaus durchzugehen und einmal zu kontrollieren, ob man nicht den einen oder anderen Energiespartipp auch umsetzen kann.